Hallo, meine Lieben. Hi. So, ich möchte heute über was reden, was vielleicht jemand ein bisschen die Nase hochgeht, keine Ahnung. Das ist so ein Konzept, von dem wir offensichtlich irgendwie alle überzeugt worden sind, dass wir versuchen müssen, es zu verfolgen. Und dabei geht es um die bedingungslose Liebe. So bedingungslos zu lieben und bedingungslos geliebt zu werden, das ist ein Konzept, das wir alle irgendwie abgekauft haben. Das ist das, was wir von uns erwarten. Wir sollten bedingungslos lieben und wir erwarten von anderen, uns bedingungslos zu lieben. Und ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, jetzt auch in Bezug auf Partnerschaft. Was ist bedingungslose Liebe denn eigentlich? Wenn ich so drüber nachdenke, bedingungslose Liebe ist Liebe ohne Bedingungen. Das heißt, im Prinzip erwarten wir, dass wir geliebt werden für das, was wir sind, für das, was wir tun, egal was wir sind, egal was wir tun. Eigentlich wollen wir eine Liebe ohne Konsequenzen. Ja? Also wir erwarten von den anderen und natürlich nicht von Hinz und Kunz, ja, die sind uns wurscht. Aber wir erwarten von den Personen, die wir wirklich, wirklich, die wirklich, wirklich wichtig sind für uns, dass wir bedingungslos geliebt werden. Und vielleicht, ich wäre interessiert an dem, was ihr dazu denkt. Postet vielleicht mal in den Kommentaren, wie ihr zur bedingungslosen Liebe steht. Jetzt fällt mir der Knopf aus dem Ohr. So, postet einfach mal, kommentiert bitte, was ist bedingungslose Liebe für euch und ist das ein Konzept, von dem ihr glaubt, ihr müsstet es irgendwie erreichen. Ja? Also nochmal, jetzt kommen die ersten dazu. Ich habe begonnen damit, dass ich darüber nachdenke, was bedingungslose Liebe ist. Und eigentlich ist eine Liebe ohne Bedingungen eine Liebe, die ich von jemandem erwarte, der immer für mich da ist. Egal was ich bin, egal was ich sage, egal was ich tue. Ich erwarte von der anderen Person, dass er mich liebt. Und wenn wir von dieser bedingungslosen Liebe in Partnerschaft ausgehen, also wenn wir erwarten, dass da eine bedingungslose Liebe ist, was wollen wir da im Prinzip? Im Prinzip steckt dahinter das tiefe Bedürfnis, einfach nur geliebt zu werden. Ja? Ohne Wenn und Aber. Und die Frage, die sich mir stellt, ist das möglich oder ist das überhaupt wahrscheinlich oder ist es gut? Weil wenn wir eine Liebe erwarten, die uns erlaubt, auch mal mies zu sein, ja? Die uns erlaubt, den anderen nicht wichtig zu nehmen, weil das bedeutet bedingungslos. Liebe ohne jede Bedingung. Ich bin, was ich bin, ich sage, was ich sage, ich tue, was ich auch immer tue, der andere ist verpflichtet, mich zu lieben. Ist das irgendwo eine Wahrscheinlichkeit? Weil ich glaube, dass das sozusagen das Gesetz von Ursache und Wirkung irgendwo aushebelt, das Gesetz von Ursache und Wirkung, mit dem wir alle funktionieren hier auf diesem Planeten. Wir tun etwas, es hat Konsequenzen. Wir wünschen uns etwas, wir manifestieren etwas, es hat Konsequenzen. So funktioniert es doch, oder? Wenn wir uns wünschen, reich zu sein, hat es die Konsequenz, und wenn wir daran glauben, hat es die Konsequenz, dass wir reich werden. So, Ursache und Wirkung ist ein Konzept, aus dem wir alle funktionieren. Und wir in der Liebe, sozusagen in der partnerschaftlichen Liebe, glauben, das funktioniert nicht oder das könnte außer Kraft gesetzt werden, sind wir, glaube ich, in irgendeinem Wolkenkuckucksheim. Ja? Weil was wir im Prinzip erwarten, ist eine Beziehung, in der wir niemals Druck verspüren, in der wir immer ganz entspannt sein können, egal was wir tun, egal was wir sagen. So, wenn wir über bedingungslose Liebe reden, lasst uns auch mal über Liebe reden. Was ist Liebe? Ja, und da gibt es natürlich genauso viele Definitionen, wie es Menschen gibt, aber für mich ist Liebe irgendwo die Erkenntnis, dass wir etwas in uns einschließen können, was nicht augenscheinlich wir sind. Liebe ist das Konzept von wir sind alle eins. Und daraus folgernd,
der Wunsch, dass es allen gut geht, weil nichts von uns getrennt ist, dass es uns gut geht und dass es allen anderen gut geht. Und dahinter steckt das Wissen, dass wir alle eins sind. Neville Goddard, mit dem ich mich ja befasse und dem Gesetz der Annahme, der hat immer gesagt, wir sind Liebe. Und Liebe weiß, dass die anderen wir sind. Daraus folgt für mich, wenn ich jemanden liebe, sorge ich dafür, dass es mir und dem anderen gut geht. Wenn ich jetzt hoffe auf bedingungslose Liebe, das heißt, ich hoffe auf jemanden, der mich immer liebt, egal was ich sage oder tue, der sich verbiegt, weil er weiter in einer Beziehung bleiben will, weil er muss mich ja bedingungslos lieben, egal was ich sage und tue, dann ist das eigentlich keine Liebe. Ja, dann ist das von mir eine Projektion, eine Erwartung und der andere hat die Wahl, entweder sich dem zu beugen oder auch nicht. Also ihr seht schon, die bedingungslose Liebe, die wir so gerne verkauft bekommen in den ganzen spirituellen Lehren, hat ihre Tücken. Und ich persönlich, ich erwarte weder bedingungslose Liebe noch bin ich bereit, sie zu geben, weil ich weiß, dass wir in Beziehungen unter gewissen Bedingungen funktionieren. Ja? Wir alle müssen, wenn wir eine Beziehung eingehen, für uns darauf schauen, dass die Bedingungen, die für uns wichtig sind, erfüllt sind. Und da kommen wir wieder dazu, wer ist mit wem kompatibel. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, keine Ahnung, ich bin total ehrgeizig, für mich ist Beruf wichtig, für mich ist Karriere wichtig, ich will etwas vorantreiben in der Welt. Und dann gehe ich in Beziehung mit jemandem, der am liebsten nur chillt. Ja? So. Welche Bedingungen, die ich an eine Partnerschaft habe, werden dann unter Umständen nicht erfüllt? Zum Beispiel ist der andere, der immer nur chillen will, irgendwann nicht mehr zufrieden mit mir, weil ich ständig unterwegs bin, weil ich ständig beschäftigt bin und nicht chillen will. Und ich bin vielleicht unzufrieden mit dem anderen, weil mein Zweck in der Welt, mein Sinn, mein Job, das, den ich so empfinde, ist, was zu bewegen. Und der andere, der da an meiner Seite ist, der sieht das gar nicht so. Der ist gechillt, der will einfach nur Spaß haben. Ja? So, dann werde ich unzufrieden mit dieser Beziehung. Und das Ding ist, wenn irgendeiner beginnt, unzufrieden zu werden in einer Beziehung, das heißt übersetzt, wenn da der Schmerz beginnt, das Leid beginnt, dann haben wir meistens nur zwei Strategien. Entweder wir beugen uns dem, das heißt, wir bleiben in der Beziehung, obwohl es nicht klappt, oder wir gehen. Das sind meistens so diese beiden Alternativen. Ja? Es gibt natürlich noch eine andere Alternative und diese Alternative ist tatsächlich zu erkennen, wie ich funktioniere und wie der andere funktioniert. Und wenn ich aus Liebe funktioniere, nämlich der andere ist auch nichts anderes als ich im Außen, das ist einfach ein Teil von mir und wenn mein Bestreben ist, mich glücklich zu machen und damit alle anderen auch glücklich zu machen, dann schaue ich drauf, was mich glücklich macht und erkenne zum Beispiel eben auch, dass da jemand ist, der einfach nicht kompatibel ist. Und ich kann mich noch so sehr anstrengen und der andere kann sich auch noch so sehr anstrengen und wir können leiden die ganze Zeit. Aber nichts wird dazu führen, dass wir kompatibel sind. Ja. Also, die ganze Geschichte mit der bedingungslosen Liebe. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr kommentiert, weil ich weiß, wenn ich so gucke, wer zuschaut, wir alle haben dieses Konzept gelernt, diese bedingungslose Liebe. Und freue mich, was ihr dazu sagt, weil wenn wir es übersetzen, dann ist es eine Liebe ohne Bedingungen, dann ist es eine Liebe, in der ich tun und sein kann, wer immer ich sein will und sein und kann und wo ich tun kann, was immer ich will und tun kann. Und es geht mir überhaupt nicht drum, was für eine Wirkung das auf den anderen hat. Ich erwarte immer nur, geliebt zu werden. Und geliebt zu werden in der Beziehung bedeutet, dass ich genommen werde, wie ich bin, dass der andere mich nicht verlässt, dass der andere immer weiter bei mir bleibt. Ja, weil das ist die Furcht dahinter, wenn wir uns wünschen, bedingungslos geliebt zu werden, dass der andere uns nicht verlässt. Und dann sehen wir wieder, dass dieser Wunsch nach bedingungsloser Liebe wieder etwas ist, was in unsere Kindheit wurzelt, wo wir das Gefühl hatten, nicht verlassen werden, wo wir das Gefühl hatten, wir können verlassen werden, wir können nicht mehr geliebt werden, wenn wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Ja.
So, also ich habe mir einen Kopf drüber gemacht über die bedingungslose Liebe und habe gefunden, das funktioniert nicht, das gibt es nicht, zumindest nicht in Partnerschaften. Was funktioniert, ist Liebe. Liebe ist die Erkenntnis, dass wir alle eins sind, dass es da keinen außerhalb von uns gibt und dass wir, wenn wir wirklich lieben, dafür sorgen müssen, dass es uns gut geht und dass es dem anderen gut geht. Und wenn das bedeutet, dass man eben nicht kompatibel ist, dass man eben eine Partnerschaft verlassen sollte, dann ist das absolut okay. Mit der Intention, ich will lieben und nicht, ich brauche, dass ich bedingungslos geliebt werde, damit ich nicht verlassen werde. So, ich freue mich über eure Kommentare. Wenn es euch geholfen hat, freue ich mich, wenn ihr es teilt. Ich habe heute so ein schönes Erlebnis gehabt. Ich war einkaufen mit meinem Mann in einer Boutique und ich habe mir aussuchen dürfen, was auch immer ich wollte. Und er hat es mir geschenkt, das war sehr nett. Und da habe ich dann jemanden getroffen in Neulenkbach, in einem kleinen Ort. Die hat mich angeschaut und gesagt, Gabriele, bist du das? Ich kenne dich von Facebook. Ich habe mir gerade ein Video von dir angeschaut. Und ich möchte dir wirklich danken für all das, was du kostenlos in die Welt bringst. Das verändert Leben. So. Das war sehr cool. Und wollte ich euch noch kurz sagen, so wenn ihr teilt, wer weiß, wen es erreicht, wer weiß, was diese paar Minuten, die ich jetzt erzählt habe, über das, was ich über die bedingungslose Liebe finde, jemandem hilft. Weil auch das, wenn ihr mal drüber nachdenkt, was ich heute gesagt habe oder was ich jetzt sage über die bedingungslose Liebe, wie viel Druck nimmt das von euch weg? Ihr müsst nicht bedingungslos lieben. Ihr müsst nicht erwarten, bedingungslos geliebt zu werden. Ihr müsst erkennen, dass ihr Bedingungen habt. Bedingungen, die dafür sorgen, dass es euch gut geht. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, wir alle haben Bedingungen. Wir alle brauchen irgendwas, damit es uns gut geht. Wir müssen das nicht wegwischen. Wir müssen unsere Wünsche nicht vergessen. Wir haben das Recht auf unsere Bedingungen. Das Recht, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem wir kompatibel sind. Und das dürfen wir nicht vergessen, mit all dem Gedöns über die bedingungslose Liebe. So, wenn ihr meine Videos mögt, es gibt da diese drei Punkte, da könnt ihr drauf klicken. Das bedeutet dann mich abonnieren, mich als erstes anzeigen. Dann werdet ihr benachrichtigt von Facebook, wenn ich ein Video mache. Und ansonsten, neben meinen Sessions gebe ich auch Kurse, Seminare. Und am 5. August beginnt ein dreiteiliger Kurs, ein Online-Kurs, ein Seminar. Der heißt Endlich Glück in der Liebe, so wie mein Buch. Und da reden wir dann genau über diese Dinge. Und wir reden zum Beispiel darüber, wenn wir erkennen, dass wir aus Bedürftigkeit nach bedingungsloser Liebe suchen, wie können wir das verändern? Wie können wir zu der Person werden, die ihre Wünsche anerkennt, auch in Beziehungen und sich wirklich erfüllt? So, freue mich. Einige, die dabei, die jetzt gucken, sind eh schon im Kurs dabei und freue mich, wenn wir dazukommen. In diesem Kurs, in diesem dreiteiligen Kurs, bekommt jeder Teilnehmer auch noch eine Einzelsession mit mir, 10 Minuten lang, wo wir auf euer spezielles Thema eingehen können. So freue mich, wenn wir das gemeinsam machen, weil ehrlich, ist es nicht cool, wenn wir alle Beziehungen haben, die für uns funktionieren, in denen wir glücklich sind, wo wir uns nicht schlecht und verkehrt machen müssen, dass wir es nicht richtig machen, sondern einfach gelassen sein können und friedlich. So, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Habt noch einen wunderbaren Abend. Wir sehen uns irgendwann, irgendwo.